Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football. Endlich dann der erste Sieg im letzten Spiel. Was für ein Erfolg. Und dann auch will der Verein mit mir den Vertrag verlängern. Haben wir gemacht. Wahnsinn, was für eine Woche. Jetzt geht's weiter. Ich sehe noch ein bisschen Licht hier im Dunkeln. Die Hoffnung ist noch nicht ganz am Ende. Aber wir müssen jetzt hier kontrolliert und konzentriert weitermachen. Ne? So. Was machen wir eigentlich hier? Das passt alles soweit. Wie lange geht die Transferperiode noch? Ah ja, hier, da ist der Deadline. So. Ah ja, ich habe doch da so einen Super-Duper-Mann da verpflichtet. Fällt mir gerade ein, ja, der hier. Alter. Der muss ins Internat, ganz klar. Nehmen wir mal. Oder das 12. Nehmen wir mal. Schwierig. Nehmen wir den raus und nehmen wir den da rein. Dafür. Dann weiter. Spieler schicken, ja, können wir machen. Den Jadl. Raus. Okay, machen wir ein bisschen weniger. Müssen sich besser erholen. So, jetzt 20. Spieltag. Ja. Jetzt will der Code da machen. Viererkette, ja, verstehe. Okay, gut. Ja, das ist nicht so ganz, was ich will. Das auf Entnehmen mal. Den Shaqiri müssen wir rein, weil der Höger fällt irgendwann mal ganz raus. Genau.
Kann ja keiner so ins Ecke schießen, oder was? Oje, Mini. Der Dings kann vielleicht schon schießen. Kucklin, da, hier. Okay, weiter geht's. Ball bisschen spielen. Go. Das ist ein illegaler Vereinzelung einer klaren Torschance, oder was? Gibt's gelb. Ist ja auch heiß. Dieser Jastrzemski ist absolut kein Goalgetter. Ne? Schade, schade, schade. Ah, du hast ja noch ein Eigentor. Ich glaube, das zweite hier schon, oder? Mann, Moment da. Ja, eben nicht. Yes, Königsmann, sicher. Wir haben wenigstens Chancen. Das ist gar nicht mal wenig. Sagiri, 1-0, 1-1, sorry. Super. Läuft bei uns. Den Sagiri gleich mal loben. Wenn ich jetzt Damage gebe, mal ein bisschen zu ran nehmen hier, das kannst du besser. Klar.
So, wechseln aus. Wir nehmen den Michel Brink mal rein. Beziehungsweise auf den Jarl können wir auch noch reinbringen. Ja. Wir werden jetzt hier mal anders uns aufstellen. So, genau. Und den Segert rein. Und dann geht's weiter. Jetzt hauen wir rein. Michel Brink! Ah! Auf den Einstand beinahe. Die Katze fällt, die Katze hält. Und jetzt der Gegenzug. Komm, Michel Brink, mach was. Fernandes, komm, Koklin. Na, nicht da, nicht von da, Leute. Wir können doch keine Wundertore schießen. Ganz einfach Fußball. Oh. Aber wir kämpfen wenigstens. Wir gehen hier nicht so locker unter, ne? Wie andere. Gegen die kann man verlieren, zur Not, ne? Manometer. Oh ja, wir haben Regensburg, der nächste. Wir trainieren die Fähigkeiten wieder. Weiterbildung. So, was haben wir noch als nächstes? Die Aktion am Donnerstag, würde ich sagen, Geld einlegen am Dienstag. So. Machen wir ein bisschen lockerer hier alles. Damit die nicht sofort gleich wieder frische Probleme bekommen. Etwas die Intensität runter. Ich glaube, das passt ganz gut. Der soll Kreativität und dann Robustheit üben. Naja, die Vereins-App ist fertig. Sehr gut. Nein, Hernandez nicht. Es waren jetzt noch 2 Tage bis zur Deadline. Weiter. Stopp. Ja, den will ich verkaufen. Den auch, genau. Dann sind die beiden außen, links außen schon mal weg. Ja, wir stellen den Kader komplett um.
Okay. So langsam. Was haben wir hier noch? Ja, nee, den behalten wir, den behalten wir. Irgendwo noch so ein kleiner. Geheimtipp mit dabei. Nee. Das war's. Mhm. Ist das unzufrieden? Was ist mit dem? Bei der Scouten. Dann schauen wir mal. Nächstes Spiel. So, er stellt wieder um. Auf Dreierkette interessanterweise. Das ist natürlich schon wieder sehr interessant. Wenn er Shaquille nicht spielen lässt. Ja, die Frische kommt wieder zurück. Nimm den Donko rein, damit er sich ein bisschen erholen kann, dieser Audi. Ich will aber nicht. So viel Chancen.
Taktik. Königs waren schon geil momentan. Den Königsmann loben. Ja, jetzt reicht's wieder. Tja. Ja, will nicht klappen. Oh, da steigert sich der Timo Persin endlich. So, ein Spiel machen wir noch. Dieser Folge.
Golke, der macht als nächstes bitte ja, Kopfball. Robustheit und Übersicht. So, nächster Spieltag. Was macht der Co-Trainer? Aber es gefällt mir nicht, diese Dreier-Geschichte da hinten. Das ist irgendwie doof. Nee, nicht 4-3-3 ist auch doof. Ja, schon besser. So. Wünsche starten. Und Donkor vielleicht noch, damit er sie erholen kann. Sagen, probieren wir es mal, oder? Ja, das passt soweit. Das lassen wir. In der Pflicht, genau. Heute, so geht es nicht weiter. So. Wir müssen was tun, Freunde, was tun? Aber nicht so! Jetzt kommen die schon wieder zum Ballbesitz. Meine Fresse! Jawohl, und schön rein da und immer schön rein. Zählt nichts. Nein, aus. Jawohl, klasse Schiri. Treffen auch aus jedem Winkel. Mann!
Mönchner macht einen Foul. Meine Fresse. Das will einfach nicht funktionieren, ne? Ach ja. So. Schade. Die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte den Daumen da lassen. Oh, nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem SV Waldhof Mannheim, dann bitte ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage an der Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.